Ja, das ist schon die Startliste für die Herren. Die 60 Meter Hürden stehen mit ihm auf dem Programm. Und das ist Balázs Dázsi aus Ungarn. Und er ist erstmal hier auf der Bahn. Und dann kommt Kevin Craddock, der 28-jährige US-Amerikaner. Vor 11 Jahren war Craddock mal Junioren Weltmeisterschaftsdritter. Darren Garfield aus Frankreich, der von seinem Papa Daniel, der auch mal Hürdler war, trainiert wird. Bestleistung von Papa, 13,76 nur so nebenbei. Dann kommt Orlando Ortega, der ehemalige Kubaner, jetzt Spanier. Der wird sich auseinandersetzen müssen mit Dimitri Bascu aus Frankreich. Ja. Zweiter war bei den Hallen Europameisterschaften in Prag im letzten Jahr. Konstantinos Duvalidis ist immer noch auch in Griechenland wie sein Landsmann Philippidis im Stabhochsprung. Und Erik Palnowitz auf der Bahn 7. Macht einen guten Eindruck im Halbfinale. Dazu kommt noch Lawrence Clark aus Großbritannien. Über diesen Clark könnte ich Ihnen viel erzählen, was seine Verwandtschaftsgrade angeht, aber da wissen die meisten, dass ich am Ende richtig stolpere. Ich weiß nur eines, irgendwie ist er mit Theodore Roosevelt, dem ehemaligen US-Präsidenten, weitschichtig verwandt. So, mehr gibt es dazu nicht. Also, Orlando Ortega aus Spanien. Man muss sich immer erst daran gewöhnen, weil man ihn natürlich seit Jahren als Kubaner kennt. Die kubanische Hürdenschule gehört zu den Besten der Welt. Seit vielen, vielen Jahren. Wir haben ihn, ich glaube, nicht leichten Herzens abgegeben. Den guten Orlando Ortega. Sechster von London. Immerhin. Ortega auf der Bahn 4. Bascu auf der 5. Palnowitz auf der 7. Grüne Trikot ist der Erik aus Leipzig. So, das hat eigentlich ganz gut gepasst, auch für Erik Palnowitz. Der macht ja tatsächlich kein schlechtes Rennen, aber es ist Ortega, der gewinnt vor Bascu. 7,49, liebe Zuschauer, ist die Zeit. 7,49, das kann ich gar nicht glauben. Das ist ein unfassbares Leistungsvermögen von Ortega. 7,49. Damit ist er natürlich eine Weltjahresbestleistung. Und diese 7,49 sind natürlich auch fast an die persönliche Bestleistung herankommen. Das ist eine weitere Weltjahresbestleistung. Sowieso der Weltrekord steht bei Colin Jackson in Sindelfingen, damals gelaufen. 94 im Glaspalast mit 7,30. Das ist eine der ganz, ganz großen Leistungen des Düsseldorfer PSD Bankmeetings. Die 7,49 von Ortega, Bascu 7,52. Und Garfield wird Dritter, 7,62. Die Zeit von Palnowitz reiche ich Ihnen nach der Pause nach. Auch gut. Gut. Alles gut.